Demaku spricht man richtig aus. Demaku oder Demaku? Demaku. Das lasse ich durchgehen, Manni. Demaku. Passt. Wie spricht man Sakarya richtig aus? Das ist eher ein großes Thema bei uns. Stimmt, stimmt. Ich würde sagen Sakarya. Ja, die meisten sagen, es ist Sakarya, aber es ist normal gesprochen Sakarya. Alles klar. Floridsdorf oder Berndorf? Da ich aus Floridsdorf komme, also im 21. wohne, sage ich Floridsdorf. Ich muss Berndorf sagen, da ich da in die Schule gegangen bin. Wenn wir gegeneinander FIFA spielen, wer gewinnt dann? Wir haben gespielt. Na, ehrlich sein. Ja, wir haben gespielt. Weser hat gewonnen. Danke. Er ist der bessere Spieler. Kann ich nichts dagegen sagen. Aber warte, wer hat das ausgesucht? Das ist F. Das kann ich nicht sagen. Hashtag F Tolga. Wer ist Tolga? Also Tolga ist mein bester Freund. Den kenne ich schon so lange. Ich habe auch immer gegen ihn gespielt, hat gespielt. Ja. Ist mein bester Freund. Ich kenne ihn nicht. Nicht? Nein. Das beste Insta-Game im Team hat, ja, ich würde eindeutig sagen, Patrick Penz, wobei Dominik Fitz macht schon Konkurrenz in letzter Dominik Zeit. Dominik Fitz, Wahnsinn. Mit seinen Fotos. Meine Damen und Herren, Dominik Fitz. Ferschal-Tor oder Weitschuss? Für mich Weitschuss. Ist viel geiler. Ja. Naja, auch Weitschuss, ja. Ja, ist viel geiler, ja. Scheiberl-Spiel oder Kick and Rush? Ja, ich denke, Scheiberl-Spiel ist auf jeden Fall schöner zum Anschauen, aber so eine Mischung von beiden, glaube ich, wäre erfolgreich. Scheiberl-Spiel. Seit Tag 1 war es immer schon mein Traum, Fußballer zu sein. Wahnsinn. Dir? Wolltest du Rapper sagen, ja? Was wolltest du dann? Seit Tag 1 war schon immer mein Hobby. Da gibt es euch das Lied Mero Hobby Hobby. Ja, das singe ich aber nicht. Ich kann nicht singen. Ja, komm einmal. Nein. Okay. Nein, komm schon. Weiter? Nächstes Mal. Seit Tag 1 war schon immer mein Hobby. Biathlon oder Langlauf? Ja, ehrlich gesagt, weder noch. Aber ich glaube, du Langlauf, oder? Na, beides. Mich liegt beides. Könnt euch die Videos anschauen von meinem Sturz. Käfig oder Gmade Wiesen? Ja, ich bin im Käfig aufgewachsen, also für mich Käfig. Ja, da ich eher in Niederösterreich aufgewachsen bin, würde ich sagen Gmade Wiesen. Da kannst du schön reinrutschen. Wobei mir das Spiel im Käfig auch taugt. Wenn ich kein Fußballer geworden wäre, wäre ich, ja, ich denke, ich wäre Lehrer geworden. Geschichtelehrer, ja. Rapper. Eindeutig Rapper. Zirkeltraining oder Morgenlauf? Beides schlimm. Beides. Aber mir ist lieber der Morgenlauf. Ja, mir auch. Morgenlauf ist angenehmer. Messi oder Sachin Tendulkar? Ja, da würde ich schon mit Messi gehen, obwohl ich Ronaldo-Fan bin. Sachin Tendulkar? Sonst erklären, wer das ist, oder? Einer der besten Cricket-Spieler, die jemals gespielt haben. Die Nummer 1, der beste Batsman. Sachin Tendulkar. Danke. Eine Kabinensprache, die ich nie vergessen werde, war Momo Kadiri, sag ich mal. Mit seinem Englisch. So unglaublich, ja. Andi Ogris. Andi Ogris. Ja, mit seinen Wörtern. Unglaublich. Die Kabinenansprache von Jimmy Jacob vom ersten Bundesligaspiel gegen Wacker Innsbruck, die war auch cool. Eine Serien- oder Filmfigur, in der ich mich selbst wiedererkenne, ist Dragon Ball, Son Goku. Rashid, wie heißt er? Rashid? Rashid. Rashid. Rajesh Kutrapali, Alter. Rajesh Kutrapali.